Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi bzw. Tomba 2. Ich habe mir etwas aufgeschrieben und zwar ist mir nämlich bei der letzten Aufnahme, als ich das so ein bisschen durchgeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass wir in diesem Fischerdorf, da ist noch eine Blume, die wir gießen können. Dann wurde mir gesagt in einem Kommentar, dass ich doch mal die Kanister, die da sind, alle gleich rumdrehen soll. Und ja, das habe ich jetzt vor zu machen. Das heißt, wir müssen uns erstmal treffen lassen, natürlich. Genau, wir müssen jetzt erstmal zurück. Ich höre mich möglicherweise ein bisschen komisch an, denn ich bin krank. Der Dennis hat mich angesteckt. Und ich hoffe, dass ich das ganze Schneuzen und Husten rausschneiden werde. Mal sehen, was es gibt. Ich hoffe einfach mal, dass ich überhaupt nicht so viel husten und schneuzen muss. Aber ja, ich habe ja versprochen, dass ich was hochlade. Und irgendwie übersteuert das Mikrofon ein bisschen. So. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ja. Erstmal einmal zurück. Das kommt mal supi. Können wir uns direkt hier den Stein noch holen. Und den Apfel. Und können direkt auch wieder ein Leben verlieren. Schön. Na? So. Da bin ich mal gespannt, was es da gibt. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, diese Kanister auf die gleiche Farbe zu drehen. Warum auch? So. Machen wir erstmal die Kanister. Ach, guck mal, hier sind Fische. Tun wir schon mal einen Eimer ausrüsten. Kann ich irgendwie fangen? Kriege ich eine Angel noch oder sowas? So, und das hier soll ich jetzt auf die gleiche Farbe. Mach mal. Erstmal gucken. Das Blau. Okay, dann lassen wir die hier einfach so. Und machen die anderen beiden. Andersrum. So. Jetzt noch den hier vorne. Oh. Direkt erstmal auffangen. Okay, jetzt sind die alle richtig rum. Zauberblume. Braucht Flüssigkeit. Okay, nee. Nein, halt! So. Wassereimer. Super. Einfach mal so BAM drüber geschmettert. Ja gut, haben wir einen Zauberflügel bekommen. Aber was mir das jetzt gebracht hat, dass die alle auf der gleichen Seite sind. Machen wir mal alle auf Rot. Ich habe jetzt auch nicht vor. Ich habe jetzt auch nicht alle vor, alle diese komischen Edelsteine zu sammeln. Ah! Ich frage mich, was das für ein Krach war. Mal sehen.
Ey, wie soll man denn da drauf kommen, bitte? Anscheinend wird das Wasser von der Brücke gelassen, wenn man alle Fasswippen bedient. Sieh nur, da liegt was am Fuß der Brücke. Ob es jemand verloren hat? Ja, das ist der Angelhaken von dem Fuzzi da. Wir holen es uns. Das ist richtig, dass sich das jetzt einfach so bewegt. Na gut, dann hätten wir das schon mal geschafft. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Nee. Ich hätte mir zwar noch Kanisterflughose aufgeschrieben, aber das habe ich gesehen, das habe ich schon mal gemacht. So. Ach, guck mal, das bewegt sich jetzt hier auch. Ja, das ist ja super. Guck mal. Nur für so eine olle Kiste, ey. Oh, was ist das? Ein halbes Lebenselixier erhalten. Ach, ich drücke immer in die falsche Taste. Was macht das denn? Wo ist das überhaupt? Ein Gag da eigentlich, ne? Da. Nee. Wo ist es? Oder bei Status? Entschuldigung. Ach da. Eins von zwei. Oder ein halbes. Ah, das ist bestimmt. Ach, genau. Was habe ich da oben gesehen? Aha. Hä? Hier ist ja alles am Funktionieren, ey. Okay, das heißt, wir können uns jetzt erstmal hier den anderen Haken holen. Und da geht es noch irgendwo hin, so wie es aussieht. Aber wir bringen erstmal den Angelhaken zurück. Aber echt mal, wie soll man denn darauf kommen, dass man das auf die gleiche Dings machen muss? Die gleiche Farbe. Jo. Schlüssel habe ich noch nicht, ne? Alter Vater. Bus. Jetzt muss ich mir vorlesen. Was? Ihr habt ihn gefunden? Vielen Dank. Yay, wir haben es geschafft. Wow, ich stehe in eurer Schuld. Bitte nehmt dies als Dank. Was ist das? Ein Kaugummi? Nixenschuppe erhalten. Ah, können wir dann tauchen? Dann verliert man keine Kraft, selbst wenn man ins Wasser fällt. Das hier ist wohl doch keine gute Angelstelle. Ich denke, ich suche mir eine andere Stelle. Meine Nase. Oh mein Gott, meine Nase. Oh. Okay, müssen wir die aus. Welche Taste? Müssen wir die ausrüsten? Pinke Gegenstände werden an besonderen Stellen im Spiel automatisch benutzt. Okay. Das heißt, wir müssen die nicht ausrüsten. Cool, dann können wir jetzt so oft ins Wasser fahren, wie wir wollen. Ja, wie komme ich an diesen ollen
Löffel dran. Tja, das weiß ich ja nicht. Ich möchte aber ganz gerne mal wissen, was hier unten ist. Was ist eigentlich mit den Fischen? Das sind ja richtige Fische. Kleiner Fisch. Wie habe ich die denn gefangen? Warte mal. Ha! Sorry, ich muss jetzt nochmal zurückgehen. Weil wir haben ja gesehen, dass da noch zwei Fische waren. Ich habe einfach vergessen, dass wir einfach uns überall draufschmeißen müssen, um Sachen einzusammeln. Blaue Äpfel machen, glaube ich, immer direkt 100%, ne? Irgendwie sowas war da. So. Okay. Oh mein Gott. Die Frage ist, wie kriege ich den da raus? Und kann ich diese Fische hier einsammeln? Das ist die andere Frage. Ja, kann ich. Da muss ich aber aufpassen. Ich habe nämlich Angst, dass ich das da catchen kann. Super. Achso. Wasser haben wir auch dabei, ist ja ganz gut. Falls wir das dann mal irgendwo gebrauchen können, haben wir direkt einen Eimer voll Wasser. So. Aber was ist das da oben? Braucht man da Fische für? Weil da ist so ein Fisch. Los. So ein Fisch abgemalt. Achso, ist von der anderen Seite abgeschlossen. Okay. Ich gehe ja wieder. Tut mir leid. So. Dann werden wir jetzt endlich mal zu dem neuen Eingang gehen, wo auch uns immer hinführen mag. So, bin ich mal gespannt. Ach so. Toll. Okay, das schreibe ich mir jetzt auf. 1356. Da unten ist schon mal nichts. Das ist ja sehr schön. Ich dachte, wir hätten jetzt hier irgendwas Tolles Neues gefunden. Mist, ich wollte mir noch was zu trinken hier hinstellen. So, gibt's hier noch Fischchen? Apfel auf jeden Fall. Nee, leider gibt's hier nichts. Schade. Ich habe eigentlich gedacht, hier gibt's noch irgendwie so einen schönen Eingang. Aber nein, natürlich nicht. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay. Das ist ja immer noch hier am Rumdingsen. So. Dann machen wir uns mal wieder nach oben. Zum Lava-Ding. So. Mit ihmchen haben wir schon gequatscht. Kommen wir hier rein?
Dann gehen wir doch erstmal da rein, oder?